Coco, wenn wir uns wiedersehen, ich schwör's dir, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf dieses Video hier freue ich mich schon seit Wochen, nee, eigentlich schon seit Monaten, denn die liebe Coco vom Kanal Kleinstadt Coco und ich, wir haben ein Tauschpaket geplant, schon seit einiger Zeit, ich glaube im Sommer haben wir uns das schon überlegt und viele von euch wissen, Coco und ich, wir wohnen leider total weit auseinander und wir können uns leider nicht so oft sehen und jetzt ist sie mit ihrem Freund auf quasi Weltreise, sie ist jetzt gerade in Bali, dann noch Australien, dann Neuseeland und wir haben uns überlegt, was könnten wir für ein Tauschpaket machen und da ich jetzt hier Herbst habe und sie jetzt gerade mitten im Sommer ist quasi, haben wir uns überlegt, dass sie mich auf den Herbst vorbereitet mit einem Paket und ich bereite sie auf ihren Roadtrip mit ihrem Freund vor und ihr müsst unbedingt bei Coco vorbeischauen und ich habe das Video selber noch nicht gesehen und bin ganz gespannt, wie sie auf die Sachen reagieren wird. Also schaut unbedingt bei Coco vorbei und abonniert sie, denn ich liebe sie über alles und ich würde sagen, ich starte. Das Paket sieht übrigens extrem schön aus, optisch schon mal von außen schöner als meins, das schon mal verraten. Richtig, richtig hübsch mit so Ananas, die so gold schimmert, das ist so typisch Coco irgendwie, also richtig geil. Und ich habe mir jetzt hier schon mal ein Messer genommen und mache das Ganze auf. Das ist übrigens mein erstes Tauschpaket in der Art und ich bin total aufgeregt. Hallo, wie mache ich das jetzt auf? Ich möchte es gar nicht kaputt machen, aber ich glaube, ich muss es kaputt machen. Oh, ist das schön. Guck mal, sie hat alles so schön eingepackt. Voll das schöne Papier. Be happy steht da drauf. Okay, ich sehe schon, dass sie Nummern draufgeschrieben hat. Ich werde jetzt mal die 1 suchen. Halleluja. Oh je. Ich habe die 1 gefunden. Hier steht auch immer ein kleiner Text dabei. Für einen tollen Halloween-Look. Es ist wie Weihnachten. Man weiß nicht, was drin ist und man packt Geschenke aus. Oha! Geil! Oh mein Gott, sie kennt mich, sie kennt mich. Ich habe euch erst in meinem letzten Herbst-Look erzählt, wie sehr ich dunkle Lippenstifte liebe. Und das ist einer. Das ist von Maybelline, diese Vivid Hot Lecker-Lippen. Lecker. Lacker. Lecker. Und in einer so extrem dunklen Farbe. Ich glaube, das ist so ein ganz, 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 ganz dunkel lila, was schon fast ins Schwarz übergeht. Ich swatch den einmal. Oh mein Gott, ich sterbe. Das ist voll meine Farbe. Ich freue mich mega. Richtig, richtig geil. Dankeschön. So, weiter geht es mit der Nummer 2 und das liegt hier schon oben drüber. Für deinen Halloween-Look jetzt anziehen und auch anbehalten. Ah, Coco. Coco, wenn wir uns wiedersehen, ich schwör's dir. Wenn wir uns wiedersehen, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Schatz, weißt du, was hier drin ist? Ich kann's nicht an. Ich kann das nicht machen. Ich mach hier nee. Ein Hotdog-Kostüm. Spitz. Okay, krass. Alter, ich kann's nicht fassen und anbehalten. Oh mein Gott. Okay, Leute. Dann bis gleich. Ich bin schockiert. Ich bin ein Hotdog. Ich stelle mich mal hin, Leute. Guckt mal, was die Coco aus mir gemacht hat. Einen Hotdog. Oh mein Gott, okay, krass. Mit Mütze sogar, aber ich glaube, sie erlaubt es mir, wenn ich die runternehme. Danke. Dankeschön. Danke, Coco. Und jetzt machen wir weiter mit Paket Nummer 3. Oh mein Gott. Riecht unfassbar. Wollte in die Tüte beißen. Ist das was Süßes? Könnte was Süßes sein? Oh, Tee! Apple Crumble! Oh, lecker! Oh, ich liebe Tee! Das war auch immer ein Herbst-Must-Have. Das darf gar nicht fehlen im Herbst. Süße Früchte-Tee-Mischung mit Apple Crumble-Geschmack. Oh mein Gott! Das riecht so extrem lecker. Da hat man gleich richtig, richtig Bock, dass es bald zu schneien anfängt und man sich in die schöne, die Flauschidecke einkuscheln kann und dann diesen Tee trinken. Oh mein Gott. Boah, ich glaube, das ist das Krasseste, was ich je gerochen habe. Das ist, glaube ich, der geilste Tee ever.
übel. Tausend Dank, riecht richtig geil. Das war Paket Nummer 3. Weiter geht es mit 4. Damit der Tee gut ziehen kann. Oh, also etwas, was auch mit Tee zu tun hat. Oh. Oh. Oh nein, ist das süß. Ich glaub's nicht. Das ist ja ein Tee ohne, wie nennt man die Filter? Und da hat sie mir jetzt so Eichhörnchen mitgeschickt. So süß. Vielen, vielen Dank. Ich werde mir sofort, nachdem ich das Video hier gedreht habe, einen Tee machen. Wow, 5. Gehört zu meinen Top 5 Süßigkeiten im Herbst-Winter. Strohwaffeln! Das sind Strohwaffeln! Aus den Niederlanden, Strohwaffeln. Ich liebe Strohwaffeln. Oh mein Gott. Also Honigwaffeln nennt man sie auch, aber Strohwaffeln, die aus den Niederlanden, kennen vielleicht einige von euch. Ich liebe sie so sehr. Muss ich jetzt gleich mal eins reinbeißen. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Coco und ich, wir waren vor einem Jahr zusammen in Rotterdam mit Essence auf den MTV Music Awards und waren dann in so einer riesen Halle und konnten zugucken, wie man so Strohwaffeln macht und haben ganz viele probiert. Eine war salzig mit Nutella und so weiter. Und uns hat es so gut geschmeckt damals. Oh, das erinnert mich jetzt gerade voll an die Zeit zurück. Das war so schön. Das ist schon ein Jahr her, krass. Mm. Ich habe schon ganz vergessen, dass ich hier als Hotdog vor euch sitze. Weiter geht es mit der 6. Damit dein Getränk schön warm bleibt. Oh nein, wie cool. Das kenne ich aus Pinterest. Ich habe etwas, was man aus Pinterest kennt. Ich kann es nicht fassen. Wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt am MacBook arbeite, kann ich, das ist so ein Riesen-Cookie, das hat so einen USB-Anschluss, anstecken und dann wird es erwärmt und dann bleibt meine Tasse warm. Mega. Ich muss es auch auspacken. Das ist mega. Wow, guck mal, ein Riesen-Cookie. Und da kommt dann meine Tasse drauf. So quasi. So. Geil. Wirklich cool. So, weiter geht es mit der 7. Und das ist dieses Paket hier. Perfekte Aktivität an ganz ungemütlichen Tagen. Und da hat sie so eine süße Badewanne hingelegt. Da freue ich mich drauf, denn ich liebe Bad. Und das hier ist... Yay! Ein Pflegebad. Oha, Schokolade. Oh, man kann da dran riechen. Das riecht richtig doll nach Kakao. Das ist ja geil. Vielleicht probiere ich das auch heute noch aus. Dankeschön. Ich habe noch nie in Schokolade gebadet. Weiter geht es mit der Nummer 8. Halleluja, was ist das denn? Das ist richtig schwer. Für die kalten Füße. Oh, wie süß. Hot Socks. Wie geil. Nein. Schatz, die tust du in die Mikrowelle und die werden warm. Das sind Flauschischüchen, die warm werden. Nie wieder kalte Füße. Oh, ist das geil. Oh mein Gott, das ist ja total kuschelig. Moment, muss ich auch auspacken. Das ist ja total kuschelig. Oh, so sehen die aus. Ist das nicht total süß? Oh, ist das gemütlich. Oh, die sind richtig flauschig. Richtig coole Idee. Vielen, vielen Dank. Das ist mega. Oh mein Gott, ich glaube, wie oft habe ich in diesem Video mega und geile Idee gesagt? Ich weiß auch nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand mitgezählt hat. Okay, das war die Nummer 8. Hier häuft sich schon das Geschenkpapier. Weiter geht es mit der Nummer 9. Und das ist das hier, damit es auch deinen Händen gut geht. Und Hände ist bei mir echt so eine Sache. Und das ist, nehme ich an, wahrscheinlich eine Handcreme. Die sieht aber gut aus. Cozy Dreams mit warmen Sandelholz und Mandarinenduft. Oh, muss ich gleich ausprobieren. Oh, die riecht richtig gut. Die riecht richtig doll nach Mandarine. Und Mandarine ist ja auch so... Oh, jetzt kommt ja auch die Mandarinenzeit wieder, ne? Hier steht drauf, dass es eine limitierte Edition ist. Gibt es im Rossmann, sehe ich hier gerade. Ist von Isana. Also hopp, schnell in den Rossmann, riecht mal dran. Ich glaube, ich habe selten eine Handcreme gerochen, die wirklich so gut riecht. Die ist wirklich richtig gut. So, und wir kommen zum letzten Paket. Das ist dieses hier, richtig süß. Riecht nach Waldspaziergang. Musst du im Herbst unbedingt machen. Oh, auf jeden Fall werde ich einen Waldspaziergang machen. Ich liebe es. Oh, wenn alles so schön gold ist und rot und gelb. So.
Oh, eine Duftkerze. Forest Walk heißt es. Oh, Wahnsinn, es riecht richtig gut. Duftkerzen sind ein absolutes Must-Have für den Herbst. Ich glaube, in keine Jahreszeit passen Duftkerzen besser. Also vielen lieben Dank. Ihr findet ein sehr schönes Plätzchen bei uns. Ja, ihr Lieben, das war das Tauschpaket von Coco. Schaut unbedingt bei ihr vorbei, was ich ihr geschickt habe. Ich muss wirklich sagen, Coco, du bist die Allerbeste. Ich kann es nicht fassen, was für geile Sachen du mir geschickt hast. Am allerbesten. Ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden. Das erinnert mich so an unsere Zeit in Rotterdam. Diese Hot Dogs finde ich ultra geil. Das habe ich noch nie irgendwo gehört, dass es sowas gibt. Und das hier zum Tasselwärmen. Mega. Wirklich, wirklich, wirklich. Vielen lieben Dank. Ich vermisse dich ganz schrecklich. Wir haben uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Also falls es euch interessiert, Coco auf ihrem Roadtrip so ein bisschen mitzubegleiten, schaut auch unbedingt bei ihr auf Instagram vorbei. Die hat da Fotos gepostet. Halleluja. Da wird jeder von Neid erblassen. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich hoffe, dir gefällt mein Tauschpaket genauso gut wie deins mir. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Schaut doch unbedingt bei mir auf Instagram vorbei. Auf euch wartet da demnächst nämlich eine richtig geile Verlosung. Und mich würde es auch riesig freuen, wenn ihr mich auf YouTube abonniert und bei meinen letzten beiden Videos vorbeischaut. Wie gesagt, Kokos Kanal findet ihr hier und in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich Hotdog. Tschüss.